Hallöchen Leute und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Resident Evil Village hier auf meinem Kanal. Wir befinden uns immer noch im Schloss, nachdem wir in der letzten Folge ja eine sehr merkwürdige Verfolgungsjagd hinter uns hatten. Die haben jetzt gedacht, die haben uns zermatscht. Aber da irren die sich. Ja, wir suchen immer noch unsere Tochter, haben einige ganz merkwürdige Charaktere kennengelernt. Also, ja, ich bin gespannt, was hier noch auf uns wartet. Den ersten Teil der Demo haben wir jetzt praktisch auch schon mit im Spiel drin gehabt. Ja, jetzt sollte ja dann bald die zweite kommen, glaube ich. Gehe ich jedenfalls von aus, da wir im Schloss sind. Mega, der Folterkeller hier. Wäre gespannt, ob die wissen, dass wir leben oder ob die uns jetzt echt für tot halten. Ich frage mich sowieso, wer sind die und wie sind die drauf und warum überhaupt? Also fühlt sich für mich jetzt auch alles wieder sehr weit weg von dem eigentlichen Resident Evil an. Aber naja, schauen wir erstmal. Ach, hier sind wir doch angekommen. Hier ist der Anfang. Ich muss aber auch sagen, auch wenn das jetzt momentan sehr weit weg irgendwie von dem Resident Evil ist, was man so kennt, finde ich diese Neuinterpretation irgendwie auch geil. Es hat sich halt wirklich mal was verändert. Ich finde es gut. Ich würde mir nur am liebsten noch ein bisschen mehr Bezug wünschen, außer dass es dann irgendwie, ja, doch, der hatte ein Virus, deswegen sind die alle so drauf. Und dann war es das so. Weiß ich nicht. Das ist halt für mich ein bisschen schade. Ich finde es jetzt trotzdem nicht grundlegend scheiße, aber ich finde es ein bisschen schade. Aber ansonsten sind die Spiele, also der Teil und der davor, schon echt trotzdem echt gut gelungen. Oh Mann. Ach, ich war noch gar nicht im Schloss. Ich war noch gar nicht im Schloss. Toll. Ich habe auf dich gewartet, Ethan Winters. Warum kennen die mich alle? Sie kennen meinen Namen? Es gibt wohl kaum jemanden, der ihn noch nicht kennt. Ein Held auf der Suche nach seiner Tochter. Und dieses Schloss ist doch sehr verdächtig, nicht? Ja, Sie aber auch. Ich bin nur ein einfacher Kaufmann. Hier? Bitte verzeih mir. Nenn mich Duke. Nun zum Geschäft. Waffen, Munition, Heilmittel. Ich habe alles, was man so braucht. Du möchtest etwas kaufen? Da ist ein Geschenk für dich angekommen. Wo denn? Wo ist mein Geschenk? Wo ist mein Geschenk? Ich will mein Geschenk. Geschenk. Sonstiges. Heilung. Munition. Aha, Zubehör. 1240 Leih. Ich hab nur so wenig. Waffenaccessoire, Mr. Raccoon. Ehrlich. Ich hoffe, es wird dir nützlich sein. Spezialzubehör, sofort ausrüsten. Na klar. Ach, ist ja irgendwie knuffig. Jetzt frage ich mich halt. Ach, das ist hier mein Geschenk. Genau, ich hatte halt Munition bekommen, ne? Gib das! Gib mir alles. Aha. Da muss ich nämlich auch erstmal gar kein Geld ausgeben. Eine interessante Wahl. Ja, das sehe ich auch so. Das sehe ich haargenauso. Heilung haben wir auch nochmal. Ja. Wusste ich doch, dass dich das interessieren würde. Naja, ich habe das auch gewusst. Nicht. Was haben wir hier? Herstellung Flintenmunition. Ach so, okay. Spannend. Mehr habe ich dann erstmal nicht mehr. Werkstatt. Beim Duke können sie gegen Leih ihre Waffen modifizieren lassen. Boah, ich habe dafür alles gar kein Geld. Aber ist auch mal ein cooler Aspekt in
einem Resident Evil gab es so, glaube ich, auch noch nicht. Beachte mich gar nicht. Mach ich nicht, keine Angst. Kristalliner Schädel, Schatz. Kristalline Überreste einer scharfzahnigen Kreatur, wertvoll. Ja, ich denke mal, Schätze sind halt dann auch nur zum Verkaufen. Ich habe Angst, das zu verkaufen und dann brauche ich es. Aber ich denke mal, Sachen, die man halt wirklich braucht. Die werden die einen doch nicht verkaufen lassen, oder? Ich will das verkaufen. Hier, da, nimm das. Ah. Okay. Reicht erstmal. Ein gutes Geschäft. Das muss ich schon sagen. Sehe ich auch so. Danke für den Stoff und so. Das ist ja auch ein merkwürdiger Typ. Vor allem ist der auch so riesig. Warum sind hier manche Leute einfach so riesig? Und wieso kennen die mich alle? Ich bin echt gespannt, was hier noch rauskommen wird. Also, echt jetzt. Schluss, Dimitrescu. Dimitrescu. Könnte Rose hier sein? Ich hoffe, ich glaube, ich habe das richtig ausgesprochen. So, diesen Abschnitt kennen wir jetzt auch aus der Demo. Yay! Drei Töchter, Bella, Cassandra und Daniela. Hm. 5. Januar. Rednick, Lieferung, ein Mann, drei Frauen. 28. Januar, Treffen mit Lady Dimitrescu. 1. Februar, der Duke, Geschäftsgespräch. Gib mir alles. Kommt mir nicht bekannt vor. Hallo, los, fall um, du sollst umfallen. Verdammt. Ich werde mich hier eh wieder tausendmal verlaufen und vergessen, auf die Karte zu gucken, so wie immer, weil ich halt einfach dämlich bin. In der Hinsicht schon. Aber wir kennen uns ja nun hier schon ein bisschen aus. Hm? Wo kam der Schrei her? Hier werden Leute gequält. Kam ich gerade von hier? Nee. Den kennen wir ja auch schon aus der Demo. Da sitzt nachher hier dieser Verkäufertyp. Warum ist der jetzt noch nicht hier? Hm. Speichern ist immer gut. North Teens. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Labyrinth. Norstein, ein Handwerker des späten 19. Jahrhunderts, wurde in seinem Heimatland als Ketzer gebrandmarkt. Er wanderte umher, bis er sich in einem abgelegenen Dorf niederließ. Dort schuf er 4 Kugellabyrinthe. Das Schloss, das Haus auf dem Hügel, das Wasserrad und den eisernen Turm. Kurz nach ihrer Fertigstellung hielt er sich eine Waffe an die Schläfe und nahm sich das Leben. Jedes Labyrinth ist einzigartig und funktioniert nur mit der jeweiligen speziell gefertigten Metallkugel. Die Labyrinthe enthalten kristalline Überreste, bei denen es sich um die menschlichen Überbleibsel von Norsetins 4 geliebten Frauen handeln soll. Norsetins. Ich lese das so deutsch halt, ne? Die Labyrinthe sind ihre Gräber. Was ist das denn? Familienfoto. Hm. Das letzte, was mir bleibt. Ist das hier dieses Schloss? Kann ich mir das ja mal in Ruhe angucken. Interessant, was hat das hier mit diesem... Ich denke mal, das ist jetzt schon ein Rätsel, um irgendwann hier rüber zu kommen. Gehen wir mal davon aus, das ist hier eh jetzt dieses Schloss. Dann bin ich doch sicherlich irgendwo da vorne, also da ganz rein theoretisch hier hinten auf der Seite oder kurz davor, irgendwie so. Ach, was weiß ich. Egal, ich philosophiere zu viel rum. Dann speichere ich mal lieber und dann geht's weiter. So, ich frage mich jetzt, was ist denn hier noch? Kugellabyrinth. Ah ja, okay.
Ich muss mal die Einstellung hier ein bisschen ändern. Das geht mir anteilig zu doll ab. Empfangszimmer, da ist noch nicht alles durchsucht. Wagenauffahrt. Ich guck mal. Aber ich müsste ja sonst noch in die andere Richtung gehen. Na toll. So viel dann wieder dazu. Achso, von hier kam ich ja. Ich Trottel. Ich bin ein Trottelkopf. Ey, es ist so verflucht dunkel, ne? Echt hart. Also ich kann es nicht ändern. Es ist hier halt wirklich so dunkel. Ich kann nichts dafür. So, finde der vier Engelantlitz und was? Nein. Nein. Suchst du nach Rose? Oh, oh. Oh. Okay, alle drei jetzt. Männliches Blut. Mutter, ich bringe frische Beute. Ihr seid so gut zu mir, Mädchen. Ah, gut. Dann zeigt mal her. Ach, sieh an, Ethan Winters. Bist den kindischen Spielen meines Bruders entkommen, hm? Dann zeig mal, was du zu bieten hast. Ja, Mutter. Ja, Mutter. Warum bist du so groß? Schon etwas abgestanden. Dann lasst ihn uns gleich verspeisen, Mutter. Ich war es, die ihn geschnappt hat. Na, na, Mädchen. Erst informiere ich Mutter Miranda. Aber später... Später bekommt jede ihren Anteil. Zieht ihn hoch. Hey, hey. Was soll das? Hört sofort auf. Pass besser auf, was du sagst, Ethan Winters. Hey, lass mich runter. Wieso ist diese Frau so groß? Er ist hier so richtig nur der Spielball von allen, ne? Ist auch hart. Ich will hier runter. Ach du Kacke. Die sind doch völlig krank. Kann auch echt leid tun, ne? So ein bisschen. Ein Weinglas. Oh, es ist auch dunkel. Also das stört mich so ein bisschen, ne? Man sieht so wenig. Und man hat halt auch irgendwie kein Licht. Oder ich weiß einfach nicht, wie es angeht. Aber egal, welche Taste ich drücke, hier ist nirgendwo Licht. Das finde ich doof. Ich verstehe. Oh, ups. Munitionsverschwendung. Na, ganz prima.
Klein Ganove, Trophäe erhalten. Und ist der jetzt kaputt? Habe ich den jetzt nicht mehr? Okay. Ein Dietrich, ein Schloss. Ist doof, aber na gut. Ist das da oben die Tante von eben gerade? Könnte man denken, aber wer weiß. Mädchen bei der Ernte. Es ist so verflucht dunkel. Man sieht so wenig. Das ärgert mich. Ich komme hier nicht raus. Okay, was übersehe ich? Ah ja, ich erinnere mich. Vor dem gleichen Problem stand ich in der Demo auch und hab's auch erst nicht geschnallt. Naja. Ich weiß nicht, bin ich da auch hier rausgekommen? Na gut, ist ja anzunehmen, dass sowieso das ein bisschen anders ist. Aber nee, stimmt. Hier bin ich auch rausgekommen. Ach, ich weiß immer nicht, wo ich hin soll. Und dann ärgert mich das. Ah. Die Steinstatuen, wo wir die Köpfe brauchen. Erstmal hier noch die Lage checken. Okay. Wenn wir doch jetzt mal gucken. Alles blau, alles blau. Hier sind die Statuen. Hier komme ich ja auch erstmal noch nicht voran. Da muss ich tatsächlich wieder zum Anfang. Nee, nach oben. Ich war oben noch nicht, oder? War ich oben schon? Habe ich vergessen. Ich glaube, ich war noch nicht oben. Ich wollte mir das hier erstmal hoch angucken. Findet der für Engel Antlitz und du wirst errettet. Ja. Ich denke mal, jede Statue braucht was anderes. Und dann der Engel der Freude. Was? Schaut so neben ihm. Worte der Weisheit. Der Engel des Zorns sieht wütend von oben herab. Der Engel der Verzückung ergötzt sich an Kunstwerken, gut behütet hinter einer güldenen Tür. Der Engel der Trauer schluchzt in dunkler Tiefe. Sind das irgendwie Rätsel, wo ich erfahre, woher ich die bekomme? Wer weiß. Ich weiß nicht, war ich hier schon? Von der anderen Seite verschlossen. Ist auch immer dasselbe. Es ärgert mich, es ist so dunkel, es nervt mich ein bisschen. Hier nochmal heller machen, hier nochmal mehr in die helle Richtung gehen. Das ist schon hart, also. Naja, so geht's schon besser. So wirkt das Bild aber ein bisschen grauer, ne? Aber es ist halt auch verflucht dunkel. Stimmung hin oder her, ich will sehen, wo ich hinlaufe. Ah ja, das Weinrätsel. Hier muss sicherlich die Schale Wein rein, aber wir haben den noch nicht.
Die Geschichte der Weinherstellung auf Schloss Dimitrescu reicht bis ins 15. Jahrhundert zurück, lange vor der Zeit des derzeitigen Besitzers. Alcina Dimitrescu erweitert traditionelle Verfahren um ihre eigene Methode der Weinherstellung und verleiht ihrem Wein so ein besonders reiches Budget. Budget. Ihrem besten Jahrgang verlieh sie den Namen Sanctius Virginis, Blut der Jungfrau. Er lagert in einer Flasche, die kunstvoll mit silbernen Blumenornamenten verziert ist. Die werden wir hier aber nicht finden, weil die habe ich ja hier schon gesucht und hier ist nichts. Aber die Flasche musste auf jeden Fall wieder in diesen Ständer rein. Teure Dinge kaputt machen. Wir brauchen den komischen Dingsbums. Rostrotes Auge. Na lecker. Ich habe lange keinen Mann mehr aufgeschlitzt. Ich fessel dich. Schlitz dich auf und sieh einfach zu, ob du tot oder lebendig verspeist werden. Scheiße. Ich glaube, es macht halt eh keinen Sinn, gegen die zu kämpfen. Zumindest nicht mit dieser Waffe. Warte mal, bin ich im Kreis gelaufen? Na, prima. Da ist die Tür verschlossen. Bin ich nicht durch die Tür durchgegangen? Hä? Ich bin verwirrt. Ne, ich bin da echt nicht durchgegangen. Vor Schreck einfach weggelaufen. Nicht auszuhalten, dieser Hunger. Ja, ich halte das auch nicht aus. Wenn du Hunger hast, dann musst du was essen. Lass mich in Ruhe. Aber nicht mich essen, bitte. Ach. Diese. Nein, nein, nein. Nein, nein. Abgestanden. Ich finde dich nicht. Oh je, hier unten wartet jetzt auch irgendwas nicht so Nettes auf uns. Ich erinnere mich. Ich frage, es lohnt es wirklich auf die zu schießen oder nicht? 9. Juni 1958. Heute war mein erster Arbeitstag im Schloss. Ich war schockiert zu erfahren, dass die Bediensteten allesamt Frauen sind. Die Herrin und ihre Töchter waren überaus erpicht darauf zu betonen, dass sie nicht beißen würden. Das war schon etwas merkwürdig. 23. Juni 1958. Ich arbeite jetzt seit 2 Wochen im Schloss und ich fürchte mich ein bisschen. Adela, eines der Dienstmägde, hat irgendetwas falsch gemacht und die Komtesse Daniela hat ihr mit einem Messer das Gesicht aufgeschlitzt. Achso, die Komtesse, ja, jetzt. Jetzt kann ich sie nachts weinen hören. Es ist, als würden Geister durch die Gänge spuken. Ich will nach Hause. 8. Juli 1958. Ich weiß nicht mehr weiter. Die Komtessen haben sich beim Abendbrot beschwert, dass es zu heiß sei. Also habe ich das Fenster geöffnet. Wirklich nur einen Spalt. Und sofort haben sie mich angeschrien. Alle drei, ich sollte das Fenster zumachen. Jetzt habe ich Angst, dass sie mich in den Keller bringen und für immer wegsperren. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Was soll ich nur tun? Was soll ich nur tun? Was soll ich nur tun? Oh, das ist doch der Wein, den ich brauche. Lass ihn hier. Bring ihn zurück. Verdammt. Wieso nimmt die gerade den Wein, den ich brauche? Hä? Ich bin mir sicher, dass das der ist. 100%. Hä? Bin ich schon wieder eingesperrt.
Warte mal, von da. Ach. Hier ist eine riesige Tür, weißt du? Und ich guck, wo muss ich denn hin? Munition ist immer wichtig. Munition und Käse. Und da. Siehst du? Jetzt macht er wieder Licht an. Aber er macht das immer nur, wenn er das will. Ich will das auch. Also von alleine anmachen können. Ist doch doof. Ich weiß gar nicht mehr, war hier irgendwas in den Zellen? Obwohl halt die Frage ist, ob in der Demo dasselbe gelegen hat wie hier im Hauptspiel. Erstmal fett zugeschissen. Wen die hier wohl gefangen gehalten haben? Das ist echt nicht nett. Von wo kam ich jetzt überhaupt? Ich glaube. Gut, hier war ich gerade noch nicht. Gut. Wo sind denn seine Beine? Ach du Kacke. Die sind hier echt brutal. Ich hör die doch schon, hier sind doch schon diese Viecher. Ich bin am Arsch. Glaube ich. Alter, das sind drei Stück. Gib her die ganzen Schädel. Oh oh. Also die Pistole braucht definitiv mehr Wumms. Die sollte ich als erstes bearbeiten. Ich hab Angst. Alter. Was ist denn das? Ingrid Halbkette? Wer ist denn Ingrid? Rein theoretisch macht es ja vielleicht doch Sinn, die alle umzubringen, weil die lassen Zeug liegen. Und Zeug ist immer gut. Mann, 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 ey, was für ein Stress hier. Kann ich da rein? Nee. So, jetzt sind wir gleich am Ende der zweiten Demo. Da sind wir ja dann gestorben, was glaube ich mit Absicht so war. Und nicht meiner Doofheit geschuldet war. Ich hab nichts, um das zu öffnen. Was ist das überhaupt für ein Symbol? Darth Vader. Nee, keine Ahnung. Cassandra kriegt aber auch nichts alleine geregelt. Lass mich bitte in Ruhe. Danke. Okay, schnell weg, schnell weg, schnell weg.
Nein, 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 nein. Schmeckt scheiße. Vertrau mir. Ich will in deinem Blut baden. Ist aber echt eklig, ey. Wo bist du denn, kleiner Mann? Deine Kugeln können mir nichts an. Du dreckige Missgeburt. Alter, was ist mit ihr? Dafür wirst du büßen, du Bastard. Nicht so. Sie kann den Wind nicht ab, oder was? Kristalliner Torso. Okay. Was ist denn da, Alter? Also das Tageslicht kann es ja nicht sein. Das ist ja nicht wirklich reingeschehen. Okay, vielleicht ist es das Tageslicht. Oder der Wind. Oder alles. Was ist das denn? Gut, aber von den dreien ist jetzt zumindest schon nur noch eine übrig. Zwei, meine ich. Eine weniger ist schon mal besser als... drei. Will ich wissen, was hier hängt? Ich glaube nicht. Oh, die Weinflasche. Wir wissen ja schon, wohin damit. Rückstoßkompensator. Mit Spezialzubehör können Sie im Inventar Ihre Waffen aufrüsten. Wo denn? Einfach hier oder was? Objekt stapeln. Da. Büchsenmacher. Ich glaube, heilen sollte ich mich mal auch. Sicher ist sicher. Wer weiß, was hier sonst noch kommt. Wehe, da ist jetzt keine Schrotmunition drin. Mist. Engelstatue aus Holz. Ist das jetzt einfach nur ein Schatz gewesen? Oh Mann, ey. Ich muss mir unbedingt das Rezept kaufen, um mir selber Schrotmunition zu machen. Ah ja, gut. Wo waren jetzt dieses blöde Weinzimmer? Hofschlüssel? Habe ich den da übersehen oder wie? Ach, hier ist noch eine Tür. Wofür ich den Schlüssel nicht habe, gut. Wir müssen Empfangszimmer, Kaufmannszimmer, Halle der Vier auch nicht. Küche. Müssen wir in die Küche? Ich hab vergessen, wohin. Toll. Na, toll. Aber ich glaube, das war schon irgendwo oben. Ja, na klar. Küche. Das ist doch die Küche, ne? Weinzimmer. Naja, gut. Nicht die Küche. Egal. Ich habe die heilige Flasche. Cool. Der Hofschlüssel.
war hier nochmal der... Der Typ-Typ? Wo war der Typ-Typ? Genau. Oh, da sitzt er wieder. So sieht man sich wieder. Duke, was machen Sie hier? Wenn es was zu verdienen gibt. Und, hast du deine Tochter gefunden? Nein. Wenn sie wirklich hier ist, hält die Herrin des Hauses sie doch sicher in ihren privaten Gemächern fest. Denkst du nicht? Dimitrescu? Genau die. Sieh dich doch mal dort um. Vielleicht hast du Glück. Apropos umsehen. Brauchst du irgendwas? Rein theoretisch schon. Du möchtest etwas kaufen? Aber ich glaube, ich habe immer noch nicht genug Geld. Ich würde gerne meine Waffe aufrüsten. Oh, dafür habe ich bei Weitem nicht genug Geld. Bitte sieh dir auch meine neuen Waren an. Ja, ja, später vielleicht. Auf jeden Fall muss ich mir hier selbst da Dingsbums machen. Was ist das eigentlich? Erhöht die Anzahl von verfügbaren Inventarplätzen. Das ist ja geil. Ich brauche hier erstmal... Eine interessante Wahl. Das ist die einzig richtige Wahl. Und ich kann ja hier Zeug verkaufen. Da die Schädel. Und das da. Und das Weinglas kannst du auch haben. Und das kannst du auch haben. Und auch das kannst du haben. Ja, ist auch ein Schatz. Der Rest gehört mir. Nicht zufrieden? Ich finde, das ist ein fairer Preis. Habe ich eine andere Wahl? Ich muss ja deinen Preis annehmen, ob ich will oder nicht. Scheiße hier. Erweitertes Magazin. Ich brauche echt Munition. Aber die kosten 1000. Für wie viel denn überhaupt? Wie viel sind da drin? 12 Flintenmunition. Schrotkaliber 12. Bedeutet das jetzt, dass da 12 Schuss drin sind? Oder? 9 mm Patron. Vorrätig 15. Keine Ahnung. Wie viel habe ich jetzt? Ich habe doch jetzt nicht nur 5 Kugeln gekauft, das wäre ja Wucher. Hals- und Beinbruch. Ey, tatsächlich nur 5 Kugeln, das ist ja Wucher hier. Alter. Ne. Da wird gespeichert und ich hau ab. Mir reicht's. Gucken wir uns doch mal den Hof in Ruhe an. Der Hof, der war hier. Nicht. Wo ging's nochmal zum Hof? Küche, Schlafzimmer. Speisezimmer. Durchs Speisezimmer. Soll ich dich rumführen? Oh nö. Lass mich in Ruhe. Nein, geh weg. Oh, oh. Oh oh. Schneller! Hierhin kommt die bestimmt nicht mit. Schwierig. Wo geht's denn nun schon wieder hin? Wo geht's denn nun wieder hin? Ist das hier eine Tür? Schwer zu sagen. Es könnte eine Tür sein. Kriegt halt da gar nicht mit, dass ich hier reinkomme. Soll mir aber recht sein. Ich suche ihr Zimmer. Was hast
Wer, ich? Ich war das nicht. Das war schon so. Oh ja, komm ich nicht rein. Karte des Schlosses Hauptgebäude. Karte aufrufen. Habe ich jetzt nicht... Ach, jetzt sehe ich die ganzen Orte, wo ich noch nicht war. Cool. Empfangszimmer. Hier ist auch noch ein Raum. Oh Gott, und die ganzen roten Räume. Das bedeutet, dass da immer irgendwo noch irgendwas ist. Oh Gott, ich glaube nicht, dass ich hier rein will. Ist wahrscheinlich voll Blut hier. Die Frauen sind blind für die Avancen der Männer, während die Armen ihr Glück in die Hand nehmen und ihrem Herrn die Früchte ihrer Arbeit überreichen, sodass schon bald der Wein fließen möge. Kann ich die bewegen? Okay, wir müssen mal gucken. Die Frauen sind blind für die Avancen der Männer, während die Armen ihr Glück in die Hand nehmen und ihrem Herrn die Früchte ihrer Arbeit überreichen, sodass schon bald der Wein fließen möge. Okay. Und die gucken sich dann gegenseitig an, oder? Okay, es bewegt sich, aber war das jetzt so richtig? Aha. Wow. Na toll. Es ist auch immer dasselbe. Immer wieder muss man in den Keller. Ob man nun will oder nicht. Geh kaputt. Du blöde Ziege. Ach du Scheiße. Na, was er nicht sagt. Wie viel Munition kann ich denn eigentlich schon selber herstellen? Mehr nicht. Egal, ist besser als gar nichts. Oh oh, oh nein, oh nein. Alter! Wieso jagt das Vieh mir so einen Schreck ein? Was sinnvoller, in die Füße schießen, in den Kopf? Ich habe keine Ahnung. Früher war es ja eigentlich so, dass man eher in den Kopf schießen sollte, in die Füße, damit sie umfallen, damit sie dann den Kopf besser reißt. Aber ob das jetzt immer noch so ist? Bei den Viechern hier ist das eh egal. Nein, 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 nein! Geh weg! Nein! Aua!
Was für kleine Drecksäcke. Ja. Alter. Ja, die droppen halt wenigstens Kohle, aber wenn ich mir überlege, wie viele Munition ich verbrauche und was ich mir davon rein theoretisch nur kaufen könnte, dann ist das schon so... Ich glaube, ich sollte mir so oder so bei dem Händler keine Munition kaufen, sondern nur die Verbesserung für die Waffe. Beziehungsweise Waffen. Scheiße. Schaut doch voll jetzt hier. Was? Es kann nicht sein. Ich hatte so viel Munition, wo ist die alle hin? Scheiße. Ich hoffe, das war's jetzt. Irgendwann reicht auch. Hey, gehe ich im Kreis oder bilde ich mir nur ein? Och Mann. Öffnen Sie das Inventar, um Munition herzustellen. Ich hoffe, mir wird jetzt hier nicht tausendmal so eine Kacke angezeigt. Also mittlerweile habe ich es ja begriffen. Wow. Guten Morgen. Aufgewacht, die Sonne lacht. Wie geht's mir überhaupt? Nicht so gut, sehe ich gerade. Das sieht auf jeden Fall sehr sicher aus. Das war so klar. Geht mal hier jemand ans Telefon? Wieso geht sie denn nicht an? Klar sieht sie mich nicht, weißt du? Sie guckt mich sogar im Spiegel an. Mutter Miranda, ich muss euch leider mitteilen, dass Ethan Winters diesem Idioten Heisenberg entwischt ist. Weil er in meinem Schloss ist und meine Töchter sich an ihm die Zähne ausbeißen, wenn ich ihn finde. Nein, Mutter Miranda. Ja, natürlich, ich weiß, wie wichtig die Zeremonie ist. Verlasst euch auf mich. Oh! Zur Hölle mit der Zeremonie! Dieser Mann wird für seine Taten bezahlen! Oh oh, die hat ein bisschen schlechte Laune, glaube ich. Das ist aber nicht mein Problem. Ich habe nichts gemacht. So viel Wut im Bauch. Rose, wo bist du? Wo ist mein Baby? So, was haben wir hier? Mutter rief uns zu sich, um zu entscheiden, was mit dem Vater des Kindes geschehen soll. Noch so ein Familientreffen, als ob diese Missgeburten meine Geschwister wären. Allein bei den Gedanken wird mir schweinübel. Besonders Heisenberg, dieser Schwachkopf. Selbst die Schweine im Wald haben bessere Manieren. Wenn Mutter nicht dazwischen gegangen wäre, hätte ich ihn an Ort und Stelle zerstückelt. Warum nur? Warum behandeln sie mich wie die anderen? Sie gab mir dieses Schloss. Hörige Töchter, ewiges Leben. Also muss ich doch etwas Besonderes für sie sein. Bin ich nicht besonders? Ich brauche einen Drink. Hier kam ich rein, ne? Ja. Okay. Wie jetzt? Jetzt hänge ich hier schon wieder fest? Na toll. Alter, wie groß ist diese Frau? Okay, warte mal. Und jetzt? Hier komme ich doch auch nicht durch. Ich habe doch hier diesen Schlüssel nicht. Habe ich nicht. Wieder zurück? Macht doch auch keinen Sinn.
Nee, zurück auch nicht. Hä? Okay, ich übersehe schon wieder irgendwas. Offensichtlich. Okay, ich habe echt keine Ahnung. Wo muss ich denn hin? Was übersehe ich? Hier geht's nirgendwo weiter. Hä? Ich bin echt zu doof. Ich bin einfach zu doof. Ja, ich würde einfach sagen, ich würde hier dann erstmal die Folge beenden. Geht schon lang genug. Und... ah, hier. Lady Dimitrescus Schlüssel. Jetzt können wir hier durch. Jetzt muss ich doch hier noch kurz reingucken. Oh, oh nein. Shit. Da bist du. All das für ein Kind, das nicht einmal hier ist. Was wollen Sie von... ah, du undankbare kleine Kröte. Erst kommst du in mein Haus, dann vergreifst du Widerling dich an meinen Töchtern. Und jetzt versuchst du auch noch, mich zu bestehlen? Was fällt dir ein? Ruh dich gut aus, denn ich werde dich jagen. Und ich werde dich in Stücke reißen. Mach doch, du kannst mich mal. Ja, so viel Wut im Bauch. Ich hätte gerne einen Speicherpunkt. Einen Speicherpunkt. Ich weiß nicht, ob das hier ein Speicherpunkt ist. Ich möchte speichern. Okay, gucken wir mal. Eine Schreibmaschine wäre jetzt echt klasse. Nun gut, ich würde sagen, ich werde die Folge hier erstmal beenden. Der läuft von alleine. Ich werde die Folge hier erstmal beenden. Ich bedanke mich auf jeden Fall, wie immer, fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr schaut auch in die nächste Folge wieder rein. Und ich wünsche euch bis dahin eine gute Zeit. Macht es gut. Tschüss.